Hurra, dann melde dich mal und sag mir, wo du bist. Ich hole dich ab. Ich hab nämlich schon ein schönes Auto gefunden. Ja, ich warte für den Horst. Nee. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ja. Das erinnert mich an das erste Anno. Was? Der Tabak geht zur Neige. Oh. Ich erinnere mich ganz vage. Dann hast du schnell ein bisschen rumgetipselt, hast dann irgendwie Shift und F11 oder so gedrückt für Tabak und dann ging es wieder gut. Echt? Das weiß ich schon ja, gar nicht mehr. Wenn du gecheatet hast, ja. Ach so. Also, schon da? Nö. Immer noch waiting for host? Nee. Waiting for Ladebalken. Das war was Neues. Und ich bin in... In? Ja? Ja. Ich höre. Ja. Zelle. Oh Gott. Findest du nach Wienhausen, zumindest in die Richtung, weil ich will nicht bis in Zelle reinfahren? Nee. Na, dann fahr ich halt nach Zelle. Danke schön. Wird es hier gerade dunkel oder wird es hier gerade hell? Ich habe keine Ahnung. Hä? Was ist denn bitte? Oh mein Gott. Hä? Ah, so einen Pfosten habe ich umgefahren. So, keine Karte. Ich sehe gar nichts von Zelle. Oder was Zelle sein soll. Ich weiß nicht, ob ich gerade auf Zelle zulaufe oder nicht. Und meine Straße führt in die falsche Richtung. Ich glaube, ich laufe gerade weg von Zelle. Ich versuche mich mal zu nähern, irgendwie. Ah ja, dann fahre ich hier auf der anderen Straßenseite entlang, dann passt es. Wenn ich nördlich vom Kanal stehe, ich laufe in die falsche Richtung. Scheiße. Siehst du eine Straße? Nee. Du musst irgendwie an die Straße kommen. Ich bin noch 1,2 Kilometer entfernt. Ich bin gleich da. Das ist schön, ich nicht. Direkt drauf zu. Ich habe einen Hasen überfahren. Ich habe da einen verdächtigen Punkt an der Seite. Aber das wird wohl ein Tier sein. Also ich bin da, wo bist du? Ich weiß es nicht. Scheiße. Bist du an der Küste? Ja. Da, wo die Bäume bis ins Wasser gehen. Hörst du Hupen zufällig? Nö. Ah, Mann. Ich kenne die blöde Stelle, wo die Bäume bis ins Wasser gehen. Da musst du übers Wasser schwimmen. Schwimm übers Wasser und lauf dann immer geradeaus. Du bist quasi auf der anderen Seite von Zelle. Auf der falschen Seite. Ja, jetzt lass mir erst mal irgendwas sehen hier. Ach, diese Pfosten. Ich fahre gerade zur Küste. Ah, ich sehe dich doch laufen, Mensch. Schwimm rüber.
Ach, da hinten. Ja, lalala. So, dann machen wir mal eine kurze Unterbrechung, bis du fertig bist mit Schwimmen. Schick? Ja. Just for you. Ah, Baum. Warum hat es ein arabisches Kabul-Kennzeichen? Weil es das kann? Okay. Woher weißt du, dass das Kabul ist? Keine Ahnung, KBL. Ich glaube nicht, dass es für Kinder bekommen Luftballons steht. Wer weiß. Da vor uns steht noch ein Jeep. Willst du da mal reinschauen? Jo. Na dann guck mal. Ich wende derweil. Andere Richtung. Schauen wir erstmal ins Gear. 10 Round, 100 Ziegen. Oh. Und? Endschein im Arsch. Nee, da fahre ich lieber nicht mit. Bei meinem Glück überfahre ich einen Hasen und das Teil fliegt in die Luft. Piu! So, wir müssen jetzt aber durch Zelle durchheizen. Mach ne. Bist du bereit? Hau rein. Ich versuch's. Oh mein Gott. Oh, ein Bus! Wenn wir hier gerade so fröhlich rumfahren, stelle ich mal kurz den Ton um. Moment. Ja. So, da muss ich jetzt da abbiegen. Ja, ich fahre richtig. So, dann muss ich irgendwann links abbiegen. Hier. Juhu! Ich bin gut. Bist du bereit? Ja, ja. Wir sind jetzt gleich da, ne? Ja, ich kann eh nichts groß machen, außer panisch wegrennen. Ich habe ja noch nichts. Rechts Traktor. So, dann wird's jetzt tricky hier. Soll ich quer drüber fahren oder? Ich fahr zu den roten Häusern da. Wow, Kurve. Da steht Motorrad. So, Waffen suchen, Waffen suchen, Waffen suchen. Dün. Nix. Ich gehe ganz nach oben. Jo. Ich lauf mal hier unten durch. Oh, wie hier alles zu ist. Da liegen Bandagen und Painkiller. Die Painkiller nehme ich mal mit. Wie mich deine Schrittgeräusche total beunruhigen. G36. Du Arsch. Ich will auch. Ist halt schön, dass es direkt meine Waffe ist. Mhm. Oh, wie ich nichts finde. Wie viele Stockwerke gibt's hier? Zwei oder drei. Du bist ganz oben. Mhm. Ah, nur Müll. Zwei Rauchgranaten. M4A1 CCO. Besser wie nichts. Magazin. Ah, ich habe hier unten auch eine G36.
Juhu! Noch irgendwo Stalax gefunden? Nee. Ich komme mal einen Stockwerk tiefer. Bin ich auch. Müll. Aber ich habe nur ein Magazin. Hm, ich auch. Dann schauen wir das zweite Haus auch noch an. Hier ist was zu trinken, wenn du brauchst. Hab ich. Okay. Fertig. Dann gehe ich schon mal mutig, wie ich bin, ins nächste Haus. Bist du das? Ja. Sag was, Mann. Fast hätte ich dich abgeknallt. Arschkopf. Man sollte meinen, in meinen blauen Ohren erkennt man nicht. Ja, du hast aber von hinten keine blauen Ohren. Doch. Nein. Willst du es dir mal genau ansehen? Das erkennt man aber auf die Entfernung nicht. Da vorne liegt, glaube ich, wieder eine G36 ohne Muni. Ne, eine Stanag. Zwei Stanags. Wuhu. Hey, sogar meine G36 mit Visier. Juhu. Hier fährt was. Hast du es gehört? Nee. Hier ist gerade was gefahren. Ja. Alter, nicht, dass da jemand unser Auto jetzt geklaut hat. Nee, unseres steht noch da. Ah, ich das kommt kein... zu uns. Ich habe kein Fenster da. Da steigt einer aus. Nur eine Pistole und eine Axt. Der kommt bei uns rein. So, jetzt nicht mehr. Okay. Oh, mein Herz, alter Schwede. Buh. Ich hab eine Map. Ich kann den nicht looten. Wieso kann ich den jetzt? Der hat ja gar nichts. Den hättest du jetzt echt nicht killen müssen. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Hast du gerade Zombies gepult? Ja. Oh mein Gott. Das würde beruhigen hier. Also ich glaube, hier unten liegt nichts mehr. Hier ist noch eine zweite Map. Map habe ich schon. Hast du was gepult? Wahrscheinlich, aber ich... Ich glaube, ich habe schon wieder was fahren hören. Ja, die Zombies kommen hier rein. Wir müssen mal langsam raus. Ich bin auf dem mittleren Stockwerk noch nicht fertig. Ich brauche noch Magazine. Ich hock mich mal ins Auto. Die Magazine können wir dann zur Not noch da zu dem anderen Airfield fahren, an die Baracken. Ja. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz durchschauen. Soll ich das neue Auto nehmen oder? Du kannst doch das Motorrad nehmen, das wäre vielleicht klüger sogar. Weiß ich nicht. Schau doch mal an, was davon alles funktionstüchtig ist. Motorrad bist du überall flexibel. Auf geht's. Wohin fährst du denn? Erstmal raus, oder? Ich wollte mir jetzt halt die Ding noch anschauen hier. Die Landefläche. Ach so. Ja, mach du das mal. Lass gleich hochfahren. Ja, okay. Warte, markiere ich mir das mal. Okay, dann fahre ich dir hinterher. Oh Gott. Autobahn. Fahren wir über die Autobahn? Ja. Juhu!